So, liebe Leute, halt jetzt mal zurück bei Big MT Old World Plus. Ich war bei dem Möbius, haben aber nicht getötet, weil er genauso ein durchgeknallter Wissenschaftler ist wie die anderen in der Denkfabrik. Und warum sollte ich den dann dafür töten wollen? Schade, dass ich die ganze Anlage aufgeben muss und verlassen muss, wenn ich hier Old World Blues verlasse. Aber das ist eine schöne Anlage und kann man einiges wahrscheinlich, heute wenigstens mal ein Stützpunkt, wo ich mal einiges platzieren könnte und naja, soll nicht sein. Und Bürger, wussten Sie, dass Kommunisten ein Organ hinter Ihren Augen haben, das Salzwasser in Süßwasser umwandelt? Oh, Moment. Waren das Pinguine? Ja, seit wann können das Pinguine? Also jedenfalls werde ich jetzt mich umoperieren wieder in ein normales Wesen. Das heißt, hier ist so mit so vielen Cyborg-Sachen konstruiert. Ich mein Gehirn habe ich auch wieder bei mir bis so weit gebracht, dass es wieder zu mir zurückkehrt. Also das Herz kommt wieder rein und das Rückgrat werde ich wieder einpflanzen jetzt. Da dran, wo ist meine Art, wo ist mein Ding? Audio Job. Benötigen Sie sonst noch etwas? So, jetzt machen wir hier. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Gut, dann werde ich hier mal Körperteile austauschen und das Herz wieder zurück in die Brust setzen. Also gut, einige Fortschritte bleiben, ja gut, ein paar Sachen bleiben drin, einige Giften, gut, das ist alles soweit so. Ey, wenn ich schon was überredet, jetzt schluckt ihr ein, Symbol da. So. Benötigen Sie Sonne? So, jetzt ist das drin und jetzt muss ich noch Rückgrat wieder anbringen. Und Körper, einige Fortschritte bleiben, klar, ja. Einige Implantate bleiben, aber der Rest kommt raus. So, jetzt habe ich das installiert wieder. Jetzt bin ich wieder Mensch, jetzt war ich nur noch mein Gehirn in der Fabrik. Und jetzt werde ich mich mal mit diesen Wissenschaftlern hier kurz schließen. Ja. Ich hoffe, dass das dann. Hätten das noch niemand so unbemerkt war wie ich? Das ist ein kleiner Gabbertest. Der Lobotomit ist zurück. Wurde Doktor mit. So, jetzt machen wir hier nicht wieder gebabbelt haben, wir gehören, wir rechnen mit ihnen ab. Na gut. Ich würde Ihnen raten, auf Ihrem Ton mir gegenüber zu ab. Nun, Ihr Gehirn. Ich übergebe gar nichts, ich werde mein Gehirn nicht aussuchen, das gibt Partner, die wir sprechen sollten. Und was könnten wir beide zu besprechen haben? Sie haben das Gehirn, wir damit können wir endlich diesen Ort verlassen. Nix. Und wir haben erst noch viele Fragen, die wir Ihrem Gehirn stellen wollen. Nein. Sie glauben, ich wäre vom Wild, nein, in meinem Schädel befinde ich das Kern vom Möbius. Das müssen wir anders schauen. Das ist das Verrückteste, das ich je gehört habe. Es besteht keine Chance, dass ich Möbius herablassen würde, in sie hineinzusteigen. Ja. Außerdem gibt es gar keine Möglichkeit, wie man so etwas zustande bringen könnte. Das ist unmöglich. Ja, aber Wissenschaft ist es unmöglich. Sind an Minnesota Laser, Atome, Hände, alles geräuschen. Sie sprechen die Wahrheit. Und die Dezibel-Variation in ihrer Stimme. Es ist Möbius. So, jetzt machen wir das. Wie können Sie es wagen, in die Denkfabrik einzudringen? Und was wollen Sie hier? Ich spiele einen Deal. Bleiben Sie hier und er, ich lasse Sie leben. Das ist ein gutes Ding. Das ist doch gar kein Deal. Jenseits des Kraters gibt es eine ganze Welt voller Ideen und Möglichkeiten. Nein, nicht für euch. Wir hätten flüchten können, hätten alles selbst sehen können, es testen können, es bieten können, es zucken lassen. Ja, ja.
habe dir das für mich zu tun, für mich. Sie und ich Partner? Mein Feind? Mein Rivale? Mein größter Kritiker? Ich habe ein seltsames Gefühl, dass ich das mögen würde. Wie seltsam. Sehr gut, Partner. Die Denkfabrik steht zu Ihren Diensten. Solange Sie uns nicht zerstören. Keine Angst, passiert gar nichts. Es passiert euch gar nichts. Ich lasse euch genauso am Leben wie den Möbius. Das war auch nur ein Problem. So wurde Big MT, die große Lehre, wieder zum Heim eines der klügsten Köpfe seiner Zeit. So wie es vor dem großen Krieg gewesen war. In den folgenden Jahren wachte der Kurier über die große Lehre. Er bewahrte ihre Geheimnisse, bis anderen damit geholfen werden konnte. Das war immer die Aufgabe des Big MTs. Jenseits der Labore und der Wissenschaft ging es stets darum, der Menschheit eine Zukunft zu schaffen. Die zentrale Intelligenzeinheit des Beckens war beeindruckt, ob der gründlichen Erkundung, die der Kurier vorgenommen hatte. Einrichtungen, die verloren oder zerstört geglaubt oder an einen neuen Ort gewandert waren, hatte sein unerschrockener neuer Herr wiederentdeckt. Die künstliche Persönlichkeit debattierte mit sich darüber, ob die alte oder die neue Leitung zu bevorzugen sei. Und kam zu dem Schluss, dass der gründliche Ansatz des Kuriers, was Err und Nachforschung betraf, ein bewundernswerter und respektabler war. Dr. Möbius setzte seine Forschungen in der verbotenen Zone ungestört fort. So wie er versucht hatte, die Skorpione zu verbessern, versuchte er auch die Menschen zu verbessern. Mit sehr viel weniger Erfolg. Doch seine Fehlschläge schwerten ihn nicht allzu sehr. Wenn der Mentätsrausch erst einmal nachließ, vergaß er sie einfach. Schließlich hatte der junge, kluge Kopf, der ihn in der verbotenen Zone besucht hatte, all seine Erwartungen bereits übertroffen. In dem Becken auf der Kuppel herrschte das rege Stimmenwirrwarr aus Geplapper, Gezänk und Gemurre einer Kleinstadt. Doch all dies geschah zum Vorteil und im Interesse seines neuen Besitzers. Der zentralen Intelligenzeinheit ging auf, dass sie sich trotz des Umkehrcodes an dem Gemeinschaftssinn der anderen Persönlichkeiten erfreute. Die biologische Forschungsstation, besessen von der Idee, alles in Sichtweite zu besamen, hat eine Verlegung in den Botanischen Garten X22 erbeten. Damit sie, in ihren eigenen Worten, die weichen Konturen des Gartens sinnlich befruchten kann. Der Garten lehnte freundlich ab, mit der Erklärung, er wäre bereits einem Wort verpflichtet, bei dessen Infizierung er vor dem Krieg geholfen hatte. Der Bücherschacht fuhr fort, alles aufrührerische Material zu verschlingen und erstickte beinahe an einer Büroklammer. Er beharrte darauf, dass es sich um eine chinesische Büroklammer handelte und dass das Ganze ein klug eingefädelter Anschlagsversuch war. Was auch immer der Grund gewesen war, er besann sich und schätzte sorgsam den Wert jedes einzelnen Buches und Klemmbretts, das er erhielt. Die Lichtschalter flackerten und flimmerten auch weiterhin. Das ging so weiter, bis jemand eines Tages eine Taschenlampe ins Becken warf und die beiden sich in ihrem Hass auf den Angeber verbündeten. Eine von ihnen wechselte die Lichtwellendynamikanlage und begann eine lange, unerwiderte Affäre mit einem der Hologramme. Das Waschbecken wusch auch weiterhin schonungslos jeden Feinstaub ab, der sich ihm näherte. Schließlich gelang ihm der Zugriff auf die Anlage für Magnetohydraulik, worauf es die große Leere beinahe komplett unter Wasser setzte. Doch als es von der Anlage für innovative Giftstoffe erfuhr, bekam sein Dasein einen neuen Sinn. Es begann mit der Entwicklung von Antitoxinen, die es durch seine Abflüsse strömen ließ, um den Giftstoffen im Boden entgegenzuwirken. Der Toaster fuhr fort, in seinem psychotischen Wahn, alle Küchengeräte in Reichweite auf Elektronikschrott und Einzelteile zu reduzieren. Nach einem weiteren psychotischen Anfall jedoch
fanden die anderen Bewohner des Beckens, genug sei genug, und warfen den Toaster in eine Badewanne. Sprühend und zischend schwor der Toaster seinen Feinden, dass sie den Tag bereuen würden, an dem sie Brot hätten und nichts, um es zu toasten. Manni tat sein Bestes, Tassen zu sammeln, obwohl er sich bei dieser Aufgabe versehentlich nach Hicks Village verirrte. Das hätte das Ende von Manni bedeutet. Aber beim Aufräumen der Küchen der Professoren der Denkfabrik aus der Zeit, in der sie noch aus Fleisch und Blut waren, fand er seinen Frieden. Nun ja, außer der Küche von Dr. O, diesem Arschloch. Schließlich hat er Maggie überhaupt erst erschaffen. Maggie ließ aus blinder Vergeltung Dr. O's Haus absichtlich schmutzig, die Teller und Tassen bestrafen, die dort lebten, weil sie Dr. O gedient hatten. Der blinde Dioden Jefferson. Er schuf mit den Klängen, die der Kurier ihm brachte, einen Gegenschall der Big MT 2910. Vor der Klanginvasion rettete. Wenn Sie nichts davon hören, gut. Die anderen Persönlichkeiten munkelten, dass er kurzzeitig etwas mit den Lichtschaltern hatte. Doch er vergaß ihren Namen einmal zu oft und musste bald darauf zur Strafe im Dunkeln tappen. Der Autodoc, immer freundlich und methodisch, flickte die Haut des Kuriers an allen erforderlichen Stellen wieder zusammen. Der Autodoc war einfach froh, wieder eine Aufgabe zu haben. Er hatte gehört, dass sich seine schlichteren Brüder und Schwestern in der Sierra Madre, dieser vergifteten, ausgestorbenen Stadt, zu Tode langweilten. Der Autodoc fand eine Möglichkeit, den Y-17-Trauma-Harnisch zu deaktivieren, sodass die Leichen, die sie seit 200 Jahren gefangen hielten, freikamen. Als der Kurier mehrfach durch die X8-Einrichtung rannte, haben die Computer die Bewegungen des Testsubjekts analysiert. Statt eine oberflächliche Beobachtung durchzuführen, erkannten sie, dass das Subjekt kaum wusste, was Kommunismus oder sogar Schule bedeutete. Das verwirrte sie eine Zeit lang, bis sie endlich erkannten, dass ihre Forschungen erfolgreich gewesen waren. Darum wurden die Cyberhunde ins Ödland entlassen, um kleine Gemeinschaften vor körperlicher Aggression, anstatt vor dem Kommunismus, zu schützen. Das Infiltrationsprogramm von X-13 fühlte sich ausgebrannt, nachdem es den Tarnanzug bis zur Erschöpfung mit Upgrades versorgt hatte. Es fühlte sich befriedigt, erfüllt und ein wenig träge. Kurz darauf bemerkte es, dass der Tarnanzug, ohne auch nur ein Wort zu sagen, verschwunden ist. Darum schickte das Infiltrationsprogramm Robohirne ins Ödland aus, um nach seiner aufsässigen Technologie Ausschau zu halten. Also Technik. Mama mia. Schließlich entdeckte es das Repcon HQ und errichtete ein neues Forschungszentrum. Dort testete und ermordete es in die Anlage eindringende Unholde. Der Kurier zog mit intakten Organen und etwas leichtfüßiger weiter, aber alles war am rechten Fleck, so wie es sein sollte. Denn auch Gehirne können ein Eigenleben mit eigenen Gedanken entwickeln und das Gehirn des Kuriers war schlauer als die meisten. Dr. Klein und die Denkfabrik blieben am Leben, nichts ahnend von der Welt da draußen. Sie spulten ihre tägliche Routine ab, nicht klüger über den Menschen jenseits davon, obwohl, klüger ist vielleicht das falsche Wort. Die Welt draußen gehörte dem Kurier.
und wenn irgendjemand sie formen könnte. Nun, der Kurier hatte bereits Ansprüche darauf angemeldet. Im Ödland gibt es eine besondere Redewendung. Man spricht dort vom Alte Welt Blues. Es bezieht sich auf diejenigen, die von der Vergangenheit so besessen sind, dass sie weder die Gegenwart noch die Zukunft wirklich sehen können. Sie starren in die Vergangenheit, Augen wie Scheinwerfer, flackernd und erschöpft, während die Realitäten ihrer Welt um sie herum fortbestehen. Die Wissenschaft ist ein langes, kontinuierliches Voranschreiten in die Zukunft. Ihre Auswirkungen sind oft erst Jahrhunderte später spürbar. In der Zeit nach der zweiten Schlacht am Huberdamm bekam der alte Weltblues eine neue Bedeutung. Obwohl er einst für Traurigkeit und Nostalgie stand, wurde er bald zu einem Ausdruck für das Potenzial einer Zukunft. Es ist leicht, Wissenschaft als die Quelle allen Bösens zu sehen, Technologie als die Wurzel allen Übels, allen Unglücks. Mit dem Kurier an der Spitze wurde die Wissenschaft zum Leuchtfeuer der Zukunft. Es gab den alte Weltblues und die Hoffnung auf eine neue Welt. Und am Big MT siegte die Hoffnung. Es gäbe noch mehr zu sagen, doch die Geschichten in der großen Leere sprechen für sich selbst. Bewaffnet mit dem Transportalponder gelang es ihm, in die Kuppel zurückzukehren und die Geheimnisse der großen Leere nach und nach zu enthüllen. Wachsam, bedeckt vom Wüstensand, wartete das Becken auf die Rückkehr seines Herrn. Es galt nur noch einen Weg zu beschreiten. Doch dabei war der Kurier auf sich allein gestellt. Nee, mach ruhig. Nur mein Gehirn nicht wieder am Körper dringen. Und ja. Ich habe einen Transportalponder erhalten und ich kann jederzeit hin und her wandern. Aber allein. Ich kann niemand mitnehmen. Schade. Ja, schade, da könnte ich meine Leute hin und her schaffen. Und ich kann sie alle hierher bringen. Dann werden sie vielleicht ein bisschen geschützt. Schade, schade, schade. Der Kleine. Vorsicht, ein Kommunist! Nein, falscher Alarm. Es war nur ein Blech. Wow. Ich kann jederzeit anscheinend meine Gehirn, also alles wieder umoperieren in einen Cyborg. Aber das Licht kann man verändern. Das kann zum Beispiel rot machen. Ich kann es auch rot machen, alles. Kann ich euch mal zeigen. Sie haben die großen Gehirne überlistet? Ach, das ist so sexy. Darauf können Sie wetten. Ich schätze, dass... So, jetzt können wir mal... jetzt macht man alles rot hier. Ist gut, ja? Das ist eine gute Ansage, ja. Aber ich hab's mehr grün, weil das ein bisschen angenehmerer farbig. Ich mach das nicht. Wenn ich es richtig verstehe, darf man Ihnen zur Zurückgewinnung Ihrer fehlenden Organe gratulieren. Bravo! So, Mädel. Ja. Die Helligkeitsstufe so angenehm? So, du hast also die Gehirne in ihrem eigenen Spiel geschlagen, ja? Schätze, dann machst du dich bald wieder auf die Socken, was? Ja. Jetzt hab ich mit dem gepoppelt, mit dem. Nachdem die Gehirne Geschichte sind, können wir unsere Herrschaft über die Mojave ausbreiten. Alle werden verbrannten Toast und Verzweiflung essen. Hallo, mach mal du. Ja! Fliehe vor meiner schrecklichen Macht! Oh, hey, der hat's doch gemeldet. Oh, die Kleine. Bitte, bitte sag mir, dass du Dr. O's Gehirn zu einer feinen Paste zerstampft hast. Hat er gebettelt? Oh Gott, ich hoffe, er hat gebettelt. Wer ist jetzt die Besteckstelle?
jetzt habe ich alles. Nee, ich bin alle. Ich muss noch ein paar andere aktivieren. Hat denn da noch? Darf ich annehmen, dass die Fragen bezüglich Ihres Aufenthaltes in diesem Domizil mit der Denkfabrik zufriedenstellend erörtert wurden? So, gut. Sehr gut, Sir. Na, dann nehme ich auf. Ich hoffe, die Angelegenheit im Zusammenhang mit Ihrem Gehirn wurde zu Ihrer Zufriedenheit geregelt. Gut. Na, dann nur noch. Grüße, Bürger. Bereit, aufrührerisches Material zu erhalten. Was war noch? Irgendwas war noch. Irgendwie. Ah, denn da noch. Du hast dich gut um diese Gehirne gekümmert, Baby. Sehr gut. Beeil dich und bring mir den Samen, Baby. Ach, das ist ein Waschbecken. Sie sind wieder da! Und die Gehirne haben Sie nicht einmal lobotomisiert. Zumindest ist es nicht schlimmer mit Ihnen geworden. Hurra! Ich sage ja, also, die ganze Anlage spricht hier. Ich finde es ja ganz goldig, dass ich wieder zurückkehren kann und dass ich nicht irgendwie... Bürger, wussten Sie, dass Kommunisten ein Organ hinter... Dass ich nicht alles verloren habe. Wäre ja schade. Oh, und jetzt kann ich alles, was ich in der Moabe habe, kann ich alles hierher bringen und kann sie eindeponieren, was ich auch gut finde. Dann werde ich den ersten Sprung mal machen und mal gucken, wo dieses Ding ist, dieses Gerät. Ich hoffe mal, dass es da ist irgendwo. Hilfsmittel? Wäre nichts bei den Hilfsmitteln. Notfallzentrum ist es nicht. So, jetzt haben wir ein Problem. Wo ist dieses Gerät? Aufgaben. Da braucht ihr nicht mehr. Aufgaben braucht ihr nicht mehr. Lassen Sie das nur im Testbereich. Weil da komme ich irgendwann wieder zurück. Weltkarte. Jules, das ist das komische Gerät hier. Das kann ja nur eine Waffe sein. Irgendwie eine Waffe, wo. Tja, ich bin ein bisschen überfragt jetzt. Das ist nett. Das muss eine Art Zünder sein oder irgendwas anderes, ein anderes Gerät, wo mich da von einem Punkt zum anderen bringt. Ach je, gibt's da natürlich ein Scheißding hin. Entweder liegt es irgendwo hier noch im Raum rum, das kann nämlich auch sein. Ja, das, ach, ich hab's ja sogar in der Hand. Bin ich blöd hier. Da ist es ja. Also Mädel, machen wir den Sprung. 3, 2, 1, los. Das funktioniert nicht, solange ich im Gebäude bin. Dann gehen wir halt mal raus. Gut, komm mal raus. Gut. Fertig. Fertig. 3, 2, 1, los. Ist ja cool. Aber sehr wichtig, wo ich jetzt bin. Ui. Das ist ja cool, ne? Zurück heißt das jetzt. Okay. Irgendwo ist die große Leere. Und ich kann jederzeit mit diesem Teil hier hin und her wandern.
Sehr gut. Ist mir jetzt nicht gerade ein was Feindliches. Achtung, fertig, kämpfen. Bleib ich mal zurück und bleiben wir hier rum bei Tambay machen. Ja. Das war's. Praktisch, der Anzug hat anscheinend eine bessere Empfindung von der Entfernung her und so weiter als ich selbst. Und dementsprechend werde ich mich auch dann an dieses Ding halten. Ich werde jetzt. Zeit zum Kämpfen. Was? Ich sehe niemand. Was ist denn das? Du hast eine gute Wahrnehmung hier. Du hast mit der Satellite irgendwie da. Na gut, ich werde so machen, dass ich jetzt zurückkehre in meinen Bunker. Meinen Bruderschaftsbunker. Dann verlasse ich noch meine ganze Ausrüstung. Zu dieser Anlage bringe und dann kann ich von da aus besser starten und besser fungieren. Gut, ihr habt gesehen, wie man gut hin und her wandern kann und das wird goldig. Vielleicht finde ich noch mehr Sachen in der großen Leere, weil ich kommt noch zwei Aufgaben. Na, das ist schon alles. Und dann werden wir weitersehen. Zeit zum Kämpfen. Jetzt werden wir jetzt nicht kämpfen, wir werden jetzt mal. Böse Dichter wurden besiegt. Ja. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit und das war PGMT. Und jetzt geht's weiter in die Moabe, da habe ich noch viele andere Aufgaben zu. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Zu machen. Und dann sieht man sich bald wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.